Herzlich willkommen hier diese Woche zum Backtesting des Liquidity-Systems. Ich bin hier gerade schon an die richtige Stelle gesprungen. Für diejenigen, die das Video vielleicht als allererstes von uns sehen, jetzt hier noch absolut nicht wissen, worum es jetzt hier geht, was wir genau backtesten. Also wir haben ein Format, das wir halt immer am Samstag oder beziehungsweise am Ende der Woche, Samstag, Sonntag, die komplette vergangene Woche mit unserem Liquidity-System einfach nochmal backtesten, um zu schauen, was möglich ist und halt einfach Daten zu sammeln, um diese dann halt in Zukunft zu optimieren, vielleicht Drawdown-Phasen einzuschränken, zu schauen, wie man gewisse Verlust-Trades vermeiden kann und einfach im Gesamten, um es auf den Punkt zu bringen, das System zu optimieren. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was das Liquidity-System genau ist, würde ich dir nicht empfehlen, dir das Video hier als erstes anzuschauen, sondern vielleicht einer der ersten Backtesting-Videos, weil da habe ich das System noch mehrere Male erklärt und ich habe sogar ein extra Video über das System, wo du gerne mal reinschauen kannst. Wir haben nämlich so eine Tabelle, wo wir halt alle Trades, also wir machen das jetzt seit Anfang des Jahres, dokumentieren und kannst du mal hier unten in der Ecke sehen, was so unsere Wochenergebnisse sind. Also selten mal eine Woche, wo wir unter 5% sind. Hier, das war eine unsere einzigste Minuswoche dieses Jahr. Sonst sind wir eigentlich immer so zwischen 5 und 6%. Das heißt, jetzt auch insgesamt schon 147 Trades, das ist auf jeden Fall stark. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen und mir das im Schnitt im Nachhinein nicht so schwer zu machen, jetzt die Trades mache. Nicht immer, wie ich es sonst gemacht habe, direkt danach dokumentiere, sondern ich ziehe das jetzt einfach erstmal durch, mache alle Trades. Ich lasse das ja sowieso alles im Chart. Ich kann mir seit Anfang des Jahres hier unsere ganzen Trades einblenden lassen. Lass die Trades ja wie gesagt sowieso im Chart und tue es dann im Nachhinein dokumentieren und zeige euch dann das Ergebnis. Ich glaube, so ist es nämlich viel einfacher, weil dann kommen wir jetzt ja auch kurz. Wie gesagt, wir fangen ja Montag, 20. März, das war ja Anfang dieser Woche sozusagen an. Und behalten wir unsere Tradition weiter, dass wir den ersten Tag kurz einmal komplett zusammen machen. Das heißt, wir hauen uns hier unsere Liquiditätspunkte rein. Das muss natürlich nicht rot, weil das muss grün, weil das bei Liquidität ist und hier oben das Heide Asia Session, also im Prinzip ganz einfach, wie wir es kennen, unsere Liquiditätspunkte hier auf H1 markieren. Vor allem, wie gesagt, hier das Hoch und das Tief der Asia Session, was wir schon gemacht haben. So, und viel mehr würde ich hier erstmal nicht großartig in den Chart hauen. Das reicht auf jeden Fall. So, jetzt könnte man sich früh oben unten einen Alarm setzen, um zu schauen, okay, welche Seite wird als erstes geholt. Wir holen unten als erstes, okay. Und wollen jetzt halt immer darauf warten, dass wir sehen, dass diese Liquidität, die unter diesen Tiefs liegt oder über diesen Hochs, die wir uns markieren, halt genutzt wird von den Institutionen. So, dass sie der Position reinballern oder ihre Position auf irgendeine Art und Weise schließen, ihre Sell-Position zum Beispiel, weil sie halt jetzt irgendwie Buy-Position in den Markt gelegt haben und jetzt denken, dass oder wollen, dass der Markt weiter nach oben geht, dann wollen wir natürlich auf der Seite der Big Player sein und uns nicht gegen diese stellen, sondern haben wir halt ein ganz einfaches Signal, was wir festgelegt haben, was uns das signalisiert, dass das Ganze jetzt so sein könnte, dass wir halt an so einem Punkt immer das hier sehen. Wir wollen zweimal einen Sweep sehen, also wir müssen jetzt hier nochmal einen Sweep mal unten sehen und dann halt ganz simpel einen Strukturbruch. So, bevor das nicht passiert, haben wir halt kein Signal, öffnen keine Position und ich glaube auch, ne, wir haben hier keinen Liquiditätspunkt gebildet, dass das jetzt hier in dem Fall Geschichte sein wird, ja, weil den können wir jetzt rausnehmen. Also ihr seht, es ist im Prinzip genau das passiert, was ich gerade gesagt habe und ich war am Montag früh noch nicht mal am Chart. Wir haben den Liquiditätspunkt genommen und bringen den jetzt nach oben in die Gegenliquidität. Das ist immer und überall wieder das Gleiche. Ich meine, ihr seht ja allein in unserem Ergebnis hier, was die Strategie für kranke Ergebnisse liefert. Seit Anfang des Jahres 50%, könnt ihr mir keine Strategie zeigen, die sowas auf die Beine stellt. Und es ist ja natürlich nicht nur jetzt hier unseren großen Punkten so, sondern wenn ihr halt mal in kleinen, wie sage ich das, im kleineren Rahmen schaut, ist es ja überall auch so. Ihr seht ja hier, wir haben hier im Endeffekt auch bloß über ein kleines Hoch gesweept und haben das auch wieder unter das Tief gebracht und das Tief dann hier nach oben und hier unten drinne passiert das wahrscheinlich auch viele Male, wie dass wir hier über das Hoch sozusagen gesweept sind und das hier auch bloß unter den Fraktal des Tief gebracht haben, immer wieder in die Gegenliquidität. Es ist immer wieder dieses Hin und Her, das in ein tieferes Tief bzw. halt in ein höheres Hoch zu bringen. So soll aber nicht Thema des heutigen Videos sein, hier nochmal die Liquidity-Strategie zu erklären.
sondern wir können jetzt erstmal den rausnehmen, weil wie gesagt, die Liquidität wurde genommen, jetzt hier in den Gegenliquiditätsbereich gebracht. Und nein, 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 nein. Ah, ich hasse das, wenn mir das passiert. Haben wir jetzt hier oben das, die Liquidität über der ASA Session genommen. So, und ich glaube, wir hatten jetzt hier ein Signal. Haben sogar hier ein, fangen wir mit einem Loss an diese Woche. Wir haben hier einmal sozusagen gestreamt, ein zweites Mal und wenn nicht sogar ein drittes Mal, schauen wir uns gleich an. Struktur gebrochen und hätten dann hier ein Signal. Wir müssen jetzt bloß mal schauen. Ja, wir haben hier auf jeden Fall zweimal. Ach, kein Jock. Wir haben hier auf jeden Fall. Muss ich das hier nochmal rauslöschen? Meine Güte. Zack, so. Wir haben hier auf jeden Fall zweimal drüber gesweept und haben dann hier an der Stelle die Struktur gebrochen. Ich muss die Linien hier mal dicker machen, dass wir das besser sehen. So, und sind dann. Wären hier an der Stelle mit dem Strukturbruch reingegangen, wenn das CRV gepasst hätte. Und wenn ich mir auf H1 anschaue, bis wohin wir das Ding genommen hätten, dann sicherlich, das wären 5% gewesen, ja hier bis zur nächsten, nein, halt hier oben wäre die nächste, nein, hier wäre sogar die nächste Liquidität und hier die nächste Ineffizienz, so. Ja. Aber wir wären ja ausgestoppt worden. So, aber ist ja kein Thema, vollkommen normal passiert. Genau, bloß dann lasse ich den jetzt wie gesagt im Chart, ich blende ihn bloß aus und werde ihn dann im Nachhinein dokumentieren, weil dann können wir jetzt hier ohne Unterbrechung weitermachen, das ist viel angenehmer für mich zum Schneiden. Ach, und by the way, wieso bin ich denn auf dem 1-Minuten-Chart? Okay, okay, ich dachte gerade, ich habe das auf dem 1-Minuten-Chart gemacht, aber nein, so haut es trotzdem hin. Wir müssen jetzt bloß mal schauen, dass wir hier unten jetzt nicht vergessen, dass sich hier neue Liquiditätspunkte bilden. Weil frühes Einzeichen, ja, ist wichtig, aber über den Tag hinweg bilden sich natürlich ständig neue Punkte. Aber es ist jetzt ja auch schon 18 Uhr. Zack, das sind zwei neue Punkte. Und schauen wir, vielleicht bekommen wir noch ein Signal. Wir warten jetzt im Prinzip wieder genau auf das Gleiche, weil es ist ja nichts anderes passiert, als dass wir jetzt hier im Großen und Ganzen einfach nochmal drüber gesweept haben, nochmal die Liquidität geholt haben und umso mehr Liquidität wir aufladen, was ich ja im Prinzip immer wieder sage, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass wir das bekommen, was wir erwarten, dass diese Position halt nach unten oder beziehungsweise in die Gegenrichtung abgeladen werden. So, und hier hätten wir jetzt auf jeden Fall das nächste Signal, weil wir jetzt hier wieder wie so eine Art kleine Abwärtsstruktur gebildet haben, unter so einem fraktalen Tief geschlossen haben. Stop ins Hoch und ja, den Take Profit würde ich jetzt sogar, schauen wir das hier nochmal an. Ja, bis halt in die nächste Liquidität sind es 1,86, ja. Nach unseren Regeln wäre das das passende Ziel. Gibt uns hier gar nichts. Ja, okay, er gibt uns ein SL. okay, dann starten wir die Woche am Montag mit zwei SLs. Ist jetzt kein Thema. Heißt, ich den hier auch unsichtbar machen und dokumentiert ihn dann im Nachhinein. Das heißt, ich springe jetzt auf jeden Fall erstmal wieder bis zum nächsten Tag und werde da die Liquiditätspunkte erstmal ganz schnell wieder einzeichnen. So, das habe ich erledigt. Dann warten wir, dass eine Seite gesweept wird und wir sweepen nach oben. Haben auch den zweiten Sweep. Das heißt, wir warten jetzt einfach am nächsten fraktalen Tief hier auf sozusagen den Strukturbruch. Den hätten wir jetzt hier bekommen. Hier oben. Und machen wieder genau das gleiche. Bloß jetzt würde ich natürlich das hier bis in die Gegenliquidität nehmen, hier runter. So. Im Prinzip, beziehungsweise, wenn wir halt zwei so nah nebeneinander haben, sage ich immer mal, kann man den nächsten nehmen. Weil dann rauscht der meistens halt einmal komplett durch. Also den nächsten dann nicht, weil wenn wirklich nur den nächsten, dass man einen Punkt überspringen kann, wenn es nah beieinander ist. Aber ich glaube, er hat uns hier eh nochmal raussweepen. Das hat mir nicht gefallen hier. Okay, wir starten die Woche mit drei Losses. Aber da hatten wir schon schlimmere Wochen, wo wir am Montag schon oder Montag, Dienstag teilweise schon mehr Loss auf der Uhr hatten und die Woche trotzdem positiv abgeschlossen haben. Davon sollte man sich nicht, verirren lassen. So, und warten jetzt im Prinzip wieder genau auf das Gleiche. Schön wäre es, wenn wir jetzt, bevor wir den nächsten Strukturbruch bekommen,
Ja, uns noch die Liquidität hier oben holen, weil sonst hätten wir gleich noch einen SL kassiert und warten jetzt im Prinzip wieder haargenau auf das Gleiche, dass wir hier unter so einem fraktalen Tief schließen. Immer noch nicht. Jetzt aber. Hier an der Stelle. Stop ins Hoch und das müsste ich mir jetzt anschauen. Bis wohin, aber ich würde es ja bis in die nächste Liquidität nehmen, weil wir haben jetzt so viel Liquidität nach oben hin aufgeladen. Das heißt, wenn der jetzt kommt und uns jetzt hier endlich mal gönnt, weil ich meine, was ist das hier denn? Der lädt sich wieder komplett die ganze Zeit nach oben auf, ohne abzuladen. Also es ist auf jeden Fall sieht nicht sehr gesund aus. sind halt dann einfach scheiß Phasen von unserem System. So, es gibt jedes System hat irgendwie, wie sage ich das, schlecht oder Phasen, wo es halt einfach nicht so gut funktioniert. Ihr werdet kein System finden, wo was ja in jeder Phase gut performt. Das gibt es einfach nicht. Schon wie letzte Woche hatten wir auch schon so eine komische Phase, dass wir halt nur vollkommen künstlich und ungesund hier so nur in eine Richtung getrendet sind. Ich hoffe, dass das bald mal wieder aufhört, weil das ist ja echt ekelhaft. Aber ja, das gehört halt einfach dazu. Und auch für solche Phasen habe ich natürlich Setups, weil derzeit trade ich das Liquidity Setup privat überhaupt gar nicht. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, wie es in solchen Phasen funktioniert, um das weiter zu optimieren. In solchen Phasen trade ich ganz andere Systeme. Ich wollte jetzt hier bloß mal noch kurz schauen. Ja, holt uns jetzt hier eh raus, ob wir jetzt hier noch neue Buy-Liquiditätspunkte haben. Und die haben wir. Den haben wir noch, okay. Der wird auch grün gemacht. Boah, das wäre ja aber schon ein ekliger Wochenstart hier gewesen, wieder ausgestoppt. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, nehmen wir den raus. Und das heißt, 14 Uhr, wir warten einfach wieder auf den nächsten Strukturbruch, wieder auf genau das Gleiche. Bleiben wir unserem System treu, so ein paar Losses tun uns ja jetzt hier nicht irgendwie verunsichern. Zack, und da haben wir den nächsten Strukturbruch. An der Stelle. Und wir hier reingehen, wenn das CAV passt. Bis auf jeden Fall hier Asia Session. Gut, also eigentlich der Punkt plus ein kann man halt überspringen, wenn es passt. Ich muss nochmal schauen nach den Ineffizienzen. Hier ist nämlich auch noch eine Ineffizienz. Ja, das heißt definitiv bis zu dem, beziehungsweise wenn wir halt einmal in der Asia-Session sind, wird der auch hier unten ziehen. Aber wir testen es mal hier nach System unter den nächsten Liquiditätspunkt an dieser Ineffizienz, weil irgendwann muss er sich das ziehen. Auch wenn er uns jetzt hier vielleicht nochmal raussweept, aber werden wir sehen. Bloß jetzt hier kurz schauen, dass jetzt hier keine neuen Liquiditätspunkte verpassen, weil wir haben jetzt hier wieder nochmal einen neuen Buy-Liquiditätspunkt gebildet. Weil in so einer Bewegung will ich eigentlich in die Buy-Richtung unterwegs sein und nicht in die Short-Richtung, so wie wir das hier die ganze Zeit sind. Bloß meist, wenn er halt einmal angefangen hat, so zu rushen, gibt er einem kaum eine Möglichkeit, da nochmal wirklich reinzukommen. Ja, wie auch nicht. Hier jetzt hier, dass er uns hier die Möglichkeit reinzugeben. Nein, das stoppt uns halt wieder aus. Okay, nehmen wir mal so hin. Nehmen wir mal so hin. Das heißt, den nehme ich wieder raus. Zack. Den lassen wir noch drinne. Die lassen wir auch noch drinne. So, und das heißt, wir warten ja jetzt wieder auf genau das Gleiche, insofern das von der Zeit her noch passt. 21 Uhr. Ja gut, hier würde ich jetzt keinen Trade mehr machen. Wir würden auch ja kein Signal mehr bekommen. Also hätten jetzt eins bekommen, aber Asia Session und da machen wir auf jeden Fall nichts. Das heißt, ich springe jetzt hier bis zum nächsten Tag, zum Mittwoch, 7 Uhr und zeichne die Liquiditätspunkte ein. So, das habe ich jetzt gemacht und dann schauen wir hier mal weiter. Wie gesagt, von sowas wie so einer kleinen Drawdown-Phase am Anfang dürft ihr euch halt nicht beirren lassen. Ich meine, wir haben scheiß 50% in nicht mal den ersten 3 Monaten des Jahres gemacht. Und dann gibt es da Leute, die sich da wahrscheinlich einkacken würden, nur weil das Ding mal halt ein, zwei Wochen entweder break-even oder mit einem kleinen Verlust läuft. Also, ja, weiß ich jetzt nicht.
Jetzt habe ich aber hier, glaube ich, verkackt, weil ich bis 6 Uhr vorgespult habe, aber jetzt 7 Uhr 55. Das heißt, wir müssen die Linie hier nochmal anpassen. So. Okay, wir rushen nach unten. Kriegen den Short, auf den wir gewartet haben, die ganze Zeit gestern. Natürlich ohne uns. Und warten jetzt hier auf einen Buy, den wir jetzt. Nein, noch nicht. Jetzt aber bekommen würden. Immer noch nicht. Sag mal, er holt sich noch die Liquidität, okay. Jetzt haben wir ihn. Weil hier wäre der letzte fraktale Punkt gewesen, der tiefste. Das heißt, wir würden jetzt hier an der Stelle Long einsteigen, insofern das CAV passt. Und es wäre ja mal sehr schön, wenn der uns jetzt hier mal gönnen würde und uns, ich sehe schon, er stoppt uns wieder aus, uns hier mal einen Plus-Trade gönnen würde. Okay, perfekt. Also da haben wir mal unseren ersten Plus-Trade diese Woche. Ihr seht, auch solche Phasen gibt es, aber genau darum backtesten wir das ja, um halt im Prinzip Erfahrung mit unserem System zu sammeln, um zu wissen, was normal ist, was nicht normal ist. Weil wenn ihr es nie vorher gebacktestet hättet und Montag, Dienstag nur Losses kassiert, wirklich nur Verluste macht, dann würdet ihr der innerlich kollabierende Wert komplett unsicher, ihr werdet null im Gleichgewicht, ihr würdet euch beim Trading komplett unwohl fühlen und ja, würdet das wahrscheinlich emotional nicht so durchziehen oder würdet durch eure Emotionen das nicht so durchziehen, wie es halt eure Trading-Regeln sind. So, ihr würdet vielleicht irgendwas abändern, weil ihr denkt, ja, vielleicht funktioniert es so besser, vielleicht funktioniert es so besser, aber es ist ja Bullshit. Das sind ja genau die Punkte, die so viele Trader zum Scheitern bringen, dass sie dann wieder von ihrem Plan abweichen, wieder zum nächsten System springen, nur weil das halt besser aussieht, weil da die Wiese grüner aussieht. Aber dann da auch wieder merken, auch da gibt es solche Phasen, bis sie dann da, keine Ahnung, 100 Mal umhergesprungen sind und merken, okay, sie werden nie ein System finden, wo man nicht mal irgendwelche Lost-Phasen hat. Und wie gesagt, genau darum optimieren wir das ja, um zu wissen, okay, wie sehen diese Anführungsstrichen schlechten Phasen. Unsere schlechteste Phase war bis jetzt, ich glaube, eine Woche mal 4%. Ich glaube, das kann man nicht mal als schlechte Phase betiteln und vielleicht mal, wie gesagt, letzte Woche in der Woche Break-Even. Aber um uns dann genau diese Woche anzuschauen und zu schauen, okay, wie können wir die Losses da vielleicht noch weiter eindämmen, die Drawdowns noch weiter eindämmen, den einen oder anderen Verlust-Trade vermeiden. Aber es geht halt nur, wenn wir das hier, wie gesagt, backtesten. Zum einen, ja, diese Trades uns dokumentieren, um uns dann die anschauen zu können, weil anders geht es nicht. Und wie gesagt, zum anderen, den Vorteil, den wir dann dadurch haben, ist, dass wir halt einfach wissen, was normal ist. Weil wir wissen, dass es mal vorkommen kann, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch fast nur Losses machen, aber die Woche trotzdem Break-Even oder sogar mit einem Plus abschließen. Dann machen wir uns da keine Sorgen und bleiben halt komplett gechillt. So, das heißt, ich blende den jetzt hier auf jeden Fall erstmal aus. Das waren jetzt 2% und 2% Gewinn. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal rüber gesweept, jetzt hier das zweite Mal. Das heißt, wir warten jetzt hier an der Stelle einfach nur wieder auf einen Strukturbruch, den wir jetzt hier an der Stelle hätten. Ja, jetzt hätten wir ihn. Also wir sehen deutlich, dass das Ding hier drunter geschlossen hat. Short. Und dann die Liquidität haben wir uns genommen, das heißt, hier runter bis in diese Liquidität. Oder beziehungsweise, wenn wir uns auf H1 anschauen, ob wir irgendeine Ineffizienz haben. M30, M15, M5. Nee, also unser valides nächstes Ziel wäre das Ding. Weil es gibt keine Ineffizienzen, das ist der nächste Gegenliquiditätspunkt. Wenn er uns jetzt hier nicht nochmal raussweept und uns jetzt hier, na, er schwankt da ziemlich rum. Müssen bloß darauf achten, dass wir jetzt hier, haben wir jetzt nämlich einen Buy-Liquiditätspunkt gesweept, wie auch hier. Also den einen, da hatten wir kein Signal bekommen, das heißt, den können wir eh mal rausnehmen. Hier das Signal haben wir auch schon genommen. Das heißt, das wäre jetzt hier der aktuelle plus halt der hier. Ja, die zwei. Würden aber kein Signal bekommen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Also kein Buy-Signal, weil wir rushen jetzt hier nur runter, aber schließen über keinem Fraktalen hoch.
Okay, jetzt hätten wir ein Signal. Aber ich glaube, das wird vom CAV her nicht hinhauen. Wir haben hier über den Punkt geschlossen. Zack. Haben über den Punkt geschlossen. Ich gucke gerade, ob wir hier nicht vorher eins hatten. Nein, hatten wir wirklich nicht. Das heißt, der Trade, weil wir machen ja Trades in die Gegenrichtung auf. Wir haben zwar schon einen offen, also wir würden keinen neuen Short Trade aufmachen, aber Long Trade in die Gegenrichtung machen wir auf. Wird das halt hinten und vorne nicht passen. Hier bis in die nächste Liquidität wäre das hier hoch, obwohl 1,3 würde halt passen. So, das wäre knapp über dem, was wir wollen, beziehungsweise hätten wir uns jetzt hier short positioniert an der Hälfte, wie ich das dann manchmal mache, von der Bewegung, die hier im Prinzip die Struktur gebrochen hat, wären wir sogar, wenn wir es genau nehmen, reingekommen. Zack. Das heißt, dann hätten wir fast 2%, okay. Ja, und der wäre aufgegangen und hätte aber auch gleichzeitig den anderen ja ausgestoppt. Das heißt, wir haben jetzt hier fast 2% gemacht und 1% los. Okay, nehmen wir mal so hin. Aber jetzt ist halt hier wohl 19 Uhr. Das heißt, da würde sogar rein theoretisch noch ein Trade gehen. Ich nehme jetzt hier bloß die ganzen mal raus. Den unten noch nicht. Aber die Short-Position plus das und das hier können wir... Ja, die müssen wir noch nicht rausnehmen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, nur einmal... Na doch, wir können die rausnehmen, weil wir haben unser Signal an den Linien bekommen und haben es, ja, die Gegenbewegung hat das auf jeden Fall schon abgeladen. Jetzt müssen wir bloß schauen, hier oben war auf jeden Fall ein Liquiditätspunkt, den wir hier gesweept haben. Aber wir bekommen hier, glaube ich, kein Signal, weil wir haben jetzt hier nur einmal rüber gesweept. Jetzt, wie spät ist es jetzt? 19:50. Jetzt nach unten haben wir zwar nochmal gesweept, aber wir bekommen ja das Signal nicht. Okay. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade, weil das ist ja genau das, was wir... Ihr seht halt, es geht immer wieder auf. Es passiert immer wieder überall, dass wir genau das mit dem Signal, was wir hier oben bekommen hatten, wo wir jetzt hier knapp ausgestoppt wurden, dass genau das passiert ist, worauf wir gewartet haben, dass das hier in die Gegenliquidität gebracht wird. So hätten wir einen größeren Stop gehabt. Wäre der Trade auf jeden Fall aufgegangen und hier unten ja wieder genau das gleiche. Wir haben hier runter gesweept und haben das in die Gegenliquidität gebracht. Hier genau das gleiche. Wir haben hier unten ein kleineres Tief gesweept, hier an der Stelle, und haben das in die Gegenliquidität nach oben gebracht. Seht, das passiert immer und immer wieder. Auch wenn, wie gesagt, die derzeitige Marktphase etwas komisch ist, weil der Markt gerade komplett künstlich oder die Woche komplett künstlich nach oben hin aufgezogen wurde. Aber sowas ist halt einfach, es passiert alle Jahre wieder, dass wir so eine cringe Bewegung haben, die keiner so richtig versteht, sage ich einfach mal. Und damit muss man halt leben. So, jetzt haben wir das zweite Mal drunter gestreamt unter diesem Punkt und warten jetzt hier auf ein Gegensignal, aber ich glaube nicht, dass wir das... Obwohl, hier würden wir es noch bekommen. Schauen bloß mal, ob das bis zu der Ineffizienz passen würde. Weil um 21.30 Uhr, wenn wir jetzt hier noch einen schönen Trade bekommen, wäre das ja noch valide. Weil es ist ja nicht Freitag, wir planen ja nicht den Trade jetzt über Nacht zu halten. Wäre das, würden wir den bis hier hinnehmen, an diese Ineffizienz. Beziehungsweise würde ich mich dann, auch wenn wir hier noch nicht drin wären, hier so positionieren, um ein besseres CAV zu haben. Okay, Asia Session, das heißt, wir lassen den Trade über Nacht laufen. Okay, und da wäre der aufgegangen, zack. So, jetzt sind wir bloß schon am Donnerstag. Das heißt, ich springe jetzt einmal zum nächsten Tag, zeige die Liquiditätspunkte ein und mache jetzt hier schon mal den Zwischenstand und ballere das mal alles in die Tabelle rein, weil sonst wird das dann, glaube ich, zu viel für mich, wenn ich jetzt das am Freitag mache und dann haben wir kurz einen Wochenzwischenstand, wie es steht. So, also jetzt kleiner Zwischenstand. Das sind jetzt alle Trades, die wir die Woche gemacht haben. Das sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Losses, 3 Wins, aber wir stehen roundabout jetzt am Mittwoch, oder Ende des Tages am Mittwoch auf Break-Even, weil wir haben bei 50,51 gestartet und stehen jetzt bei 50,22%, ja, was halt absolut normal ist. Ich meine, wir haben hier gerade mal einen Drawdown von 5% gehabt und das gehört halt einfach dazu, wie gesagt, darum backtesten wir es ja, um uns dann genau solche Phasen anzuschauen, zu schauen, okay, wie können wir das vielleicht vermeiden. Und ich meine, wenn man dann halt sieht, was für eine komische
ungesunde Bewegung wir hier gerade haben, weil schaut euch das mal an. Wir haben hier natürlich nur, wenn ihr das hier mal schaut, nur Shorts positioniert, weil wir halt hier auf die Gegenbewegung gewartet haben. Aber ja, ist ja halt einfach irgendwie wie nach oben geschleimt. Das ist ja nicht mal eine richtige Push-Bewegung, wie wir das halt oft sehen, wenn es so nach oben geht. Sondern er hat sich hier irgendwie... Es ist, sieht für mich richtig komisch aus, wenn man das mal im Vergleich zu den letzten Tagen hier schaut, haben wir halt immer schön, nachdem wir so eine Bewegung bekommen haben, auch die Gegenbewegung bekommen, worauf auch unser System ausgelegt ist. Und nicht so eine manipulierte, unnatürliche, einfach komische Bewegung nach oben, aber auch sowas gehört dazu, auch solche Phasen kommen dazu. Und ihr seht, sogar was ja ziemlich geil ist, unser System sogar in solchen Phasen einigermaßen gut performt und halt uns einiges an Pluswochen sozusagen gibt, und wenn mal eine Break-Even-Woche oder eine kleine Verlustwoche. Und wie gesagt, damit können wir mit dem Ergebnis, was wir bisher haben, auf jeden Fall leben. Das heißt, Liquiditätspunkt jetzt vom Donnerstag sind wir jetzt schon diese Woche. Habe ich eingezeichnet, wir warten, dass eine Seite gesweept wird. Okay, haben wir nach oben hin das High der Asia-Session hier und warten auf den zweiten Sweep, da ist er. Und jetzt auf einen Bruch nach unten. Ist zwar kein schönes Tief, aber wäre unser System. Ja, okay. Das heißt, wenn das CAV passt, würden wir uns jetzt hier Short rein positionieren, auch wenn das für mich sehr eklig aussieht. Danach aussieht, als ob wir gleich ausgestoppt werden. Also hier bis knapp ins Tief. Nächste Liquidität, Asia Low. Ich würde jetzt ein bisschen die nächste. Oder ich würde mich zumindest hier noch ein Stück weiter. Also, wenn wir die Bewegung nehmen, die drüber gebrochen ist, so circa 50% der Bewegung, habe ich gemerkt jetzt in letzter Zeit, dass das halt, ja, so ungefähr, dass das oft abgeholt wird, wenn man das halt so macht. Und man kann halt so dem CAV meist nochmal den Push sozusagen geben, damit es halt dann für uns valide ist, weil 1,5 ist schon besser als 1,3. Okay, aber ich glaube, der holt. Jetzt zieht er aber nach oben, oder? Ach komm. Nee, okay. Okay. Das Schauen haben wir jetzt hier den Liquiditätspunkt. Der hätte auf jeden Fall gegönnt, okay. Das heißt, es wären 1,5% gewesen. Plus jetzt sind wir natürlich wieder an der Stelle, wo wir jetzt... Weil wenn jetzt der Short kommt und wir uns jetzt hier die ganze Zeit long positionieren, also mit Buy-Position, kriegen wir jetzt hier die ganze Zeit wieder auf Small. Aber ich will es mal nicht hoffen. Also wir kriegen auf jeden Fall, so wie es aussieht, einen Long, weil wir haben hier unter das Asia-Low, hier liegt einiges an Liquidität, zweimal drunter gesweept. Es wäre zwar schöner gewesen, hätten wir das hier unten geholt, aber wäre nicht nötig nach unserem System, und haben dann hier an der Stelle, an dem fraktalen tieferen Hoch, den Strukturbruch bekommen und würden dann hier Long reingehen, wenn das CAV passt. Ich würde mich jetzt viel lieber, also das bis ins Hoch gefällt mir halt absolut gar nicht. Also es wäre ein krankes CAV. Aber ja, das ist unser System. Das ist die nächste Liquidität, weil den Liquiditätspunkt können wir rausnehmen, weil den haben wir ja gesweept, nach unten in die Gegenliquidität gebracht. Und das heißt, unser nächster Liquiditätspunkt wäre hier an der Stelle. Das heißt, das wäre der einzig valide Trade oder das einzig valide Trading-Ziel. Aber das sieht ja gar nicht mal scheiße aus, wenn wir jetzt nicht hier oben in irgendeinem OB oder sowas wegkrachen. Ach komm, komm. Okay. das heißt, das wäre auf jeden Fall bisher ein geiler Tag gewesen. Ich nehme die zwei auf jeden Fall erstmal raus. Plus die Trendlinien. Welche war das denn da oben, die schwarze? Die hier, okay. Und ja, das heißt, wir warten jetzt hier an der Stelle wieder auf genau das gleiche. Auf zwei Sweeps, die haben wir noch nicht, das sind gleiche Hochs. Immer noch nicht. Jetzt haben wir den Sweep, weil wir müssen halt nicht, ich habe es glaube ich diese Session noch nicht gesagt, nicht immer so drüber sweepen und dann das denn, sondern es ist halt auch, wenn wir an so einem Punkt einmal drüber sweepen und dann im Nachhinein den Hoch bilden, wo wir nochmal rüber sweepen und dann den Strukturbruch sehen, wie jetzt hier, ist das halt auch valide für uns. Und das heißt, der Strukturbruch wäre dann hier an der Stelle. Jetzt wäre er hier, hat er einen neuen Punkt gebildet. Jetzt hier bloß kurz schauen, ob der für uns valide ist. Aber ja, der hat klar drunter geschlossen. Sieht man hier mit bloßem Auge, ohne jetzt irgendwie ran zu zoomen.
Und das ist ja hier so ein bisschen unsere Faustregel. Das heißt hier ins Hoch und dann schauen wir mal mit der Gegenliquidität. Würde ich den bis hier an die Ineffizienz nehmen. Die Ineffizienz bzw. das können wir rausnehmen. Ich überlege, wieso bis eigentlich bis an die Ineffizienz? Weil wir haben hier unten zwei klare Liquiditätspunkte, drei. Drei klare Liquiditätspunkte. Also das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, den bis an die Ineffizienz zu nehmen, nur weil wir uns jetzt erschrecken, dass wir dann halt einfach einen CAV von fast 8 hätten. Ja, schauen wir mal. Und der wäre halt gekommen. Alter Schwede, also eigentlich ja bis hierhin, weil zwei Liquiditätspunkte untereinander nehmen wir halt den untersten, wenn sie so nah beieinander liegen, und hätten wir halt einfach einen 8%. Also ich glaube, das ist bisher der krasseste Trade, den wir dieses Jahr gemacht hätten, den wir dieses Jahr mit dem System bekommen hätten. Weil das wäre halt einfach mal mit einem Scheiß-Trade eine komplette Challenge. Hättest du am Donnerstag nach der Arbeit gesagt, ja, heute ziehe ich mir meine Challenge hier um 17 Uhr und setze heute direkt den ersten Trade, hättest du direkt mit einem Trade gehabt. Also das passiert nicht oft, dass wir so ein CAV solche Trades bekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. Und jetzt hier 19,40, das heißt, ich kann den ausblenden. 19,20 Uhr. Wir hätten dann hier jetzt sehr wahrscheinlich nochmal einen Trade bekommen. Weil wir haben hier zweimal drunter gesweept, hier die Liquidität aufgesaugt und haben jetzt, wären dann hier direkt reingegangen. Stop ins Tief und dann hätte ich den ja hier hoch bestimmt bis jetzt der Ineffizienz nehmen. Halten wir über Nacht. Plus schauen, dass es jetzt hier, wir nicht verpassen, gleich unsere Liquiditätspunkte erstmal wieder einzuzeichnen. 7.55 Uhr jetzt hier. Dann mache ich das mal ganz kurz. Okay, Liquiditätspunkte sind eingezeichnet. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen dazu machen. Schauen mal. Haben jetzt hier zweimal drüber nee, bisher noch nicht. Oder? Nee. Also wir haben nur einen fraktalen Punkt, der bisher ach komm. Das wäre ein schöner Trade gewesen. Aber wir haben kein Signal bekommen. Es ist wieder genau das, immer wieder das Gleiche, was wir wollen. Kriegen jetzt hier wahrscheinlich auch einen Loss mit unserem Trade. Ja, okay. Der wäre sozusagen nicht gut gegangen. Aber er war auf jeden Fall valide. So. Schaut bloß, wir haben jetzt auf jeden Fall zweimal gesweept. Das heißt, wir würden, wenn wir jetzt einen Long bekommen hier irgendwo, keinen Strukturbruch nach oben, wir den auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, jetzt hier hätten wir einen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich jetzt Liquidität nach unten gesweept und aufgeladen und hätten dann hier, halt, wir müssen das natürlich auch hier genau machen, an der Stelle mit der Kerze klar drüber geschlossen. Doppelt tief. Und dann nehmen wir den. Ja, bis in die Liquidität wäre Freitag um Mittag ein bisschen sehr großzügig. Ich würde ihn entweder bis hierhin nehmen, bis zu der Ineffizienz am Freitag noch. Oder halt hier hoch bis zu der Ineffizienz, aber ich glaube, ich nehme ihn hier bis zu der. Oder beziehungsweise schaue ich es mir auf M5 nochmal kurz an. Aber ja, ja, hier ist auch noch eine Ineffizienz auf M5. Also bis dahin ungefähr wäre ich vollkommen zufrieden. Aber er stoppt uns hier, glaube ich, eh raus, oder? Nee. Ach ja, ich glaube, ich erinnere mich daran. Ich habe hier gestern auch ein bisschen getradet. Wir sind hier nur rumgeranged gestern. Müssen wir schauen, dass wir jetzt hier nicht noch ein Signal verpassen, weil wir haben hier
auf jeden Fall einen Liquiditätspunkt, den wir jetzt gerade gesweept haben, aber nur einmal. Okay, so, da haben wir auf jeden Fall unseren Take Profit, aber hätten hier, glaube ich, an der Stelle einen Loss kassiert. Ja, hätten wir auch. Weil wir haben hier einen Liquiditätspunkt, 1, 2, 2 mal drüber gesweept, hier ist unser Tief. Wären hier Short gegangen. Das hier ins Hoch und das Ding hier ins Tief. Wäre ein geiler Trade gewesen, aber wäre halt ja nicht aufgegangen. So. Das heißt Freitag um 19 Uhr. Oder wir können nochmal schauen. Ja doch, um 18 hätte ich safe noch gemacht. Also ich weiß ich nicht, ich wäre vielleicht nicht mehr am Chart gewesen. Aber den müssen wir auf jeden Fall laut System mit reinnehmen. Das heißt, wir können jetzt hier alle Trendlinien rausnehmen. Und ich blende mir jetzt hier alle Positionen nochmal ein, werde jetzt den Rest von sozusagen dem Freitag und dem Donnerstag noch dokumentieren und melde mich dann hier gleich mit einem Update. So, ich habe das jetzt hier alles reingepackt, unsere ganzen Trades die Woche, also es waren auf jeden Fall einige und das Ergebnis lässt sich sehen, also dafür, dass wir bis Mittwoch noch dachten, Mittwoch, ja so Anfang Mittwoch, Ende Mittwoch, dass wir dachten, ja das wird die Woche nie was, ein Break-Even. Seht ihr, was es halt heißt, an sein System zu glauben, seinem System treu zu bleiben, wenn man halt weiß, es funktioniert. Und dass man halt weiß, wenn solche Phasen kommen und man weiß, dass man eine Trefferquote von eigentlich zwischen 40% und 60% hat, dann kann man sich nach so einer Phase eigentlich umso mehr freuen oder nach jedem Verlusttrade umso mehr freuen, weil man weiß, okay, man lädt nur für die nächste Plusphase auf, weil dann heißt es auch, wenn so eine Phase kommt, dass dann so eine Phase wiederkommt, damit sich dieses die Zahlen des Setups halt wieder einklügeln, sodass wir halt wieder bei unseren 44% Trefferquote stehen. Also das System hat halt zwischen, sagen wir mal so eine 45%ige Trefferquote und wenn wir dann halt eine Lost Streak bekommen, wird irgendwann dieser Heap kommen, wo es sich halt einfach wieder einpendelt. Das ist halt ganz einfache Mathematik, die wir hier im Prinzip betreiben. Und ich meine jetzt im Gesamten, wenn wir uns das mal, wir machen das mal noch eins kurz hier weiter runter. So. Und machen das hier ein bisschen dunkel, dass wir es als Trenner sehen. Das war zu dunkel. Und dann rechne ich hier bloß mal noch ganz kurz unsere Tagesendergebnisse aus. So, das heißt, wir hatten die Woche auch nur 2 Gewinntage und 3 Verlusttage. Aber der eine Gewinntag, der Donnerstag, war halt sehr stark. Und das heißt, wir haben insgesamt diese Woche, wenn wir das hier mal alles zusammenrechnen, ja, jetzt muss ich das natürlich hier wieder Format war das, Zahl und dann Prozent, haben wir 12,85% gemacht, was halt komplett gestört ist. Wie gesagt, schaut euch die letzte Woche an, hätte man da den Kopf in den Sand gesteckt, dann ja, hätte man das jetzt alles verpasst, wenn man sich dachte, ja, jetzt, es hat die ganze Zeit funktioniert, seit Anfang des Jahres, jetzt einmal Break-Even, jetzt lasse ich es sein. Ich sehe ja die Nachrichten von euch teilweise, wie sich dann da Leute Sorgen machen und sich einscheißen und sich fertig machen. Und ich will da jetzt auch gar nicht reingehen, dann rege ich mich halt nur wieder auf. Es ist ganz einfache Mathematik, wenn man so einen riesen, oder so, allein so lange, wie wir das halt gebacktestet haben, so viel, also wie wir Daten wie hier haben, und ich habe ja selber noch viel mehr Daten, ich habe es ja selber noch viel, viel weiter in die Vergangenheit gebacktestet, dann ist es halt einfach Mathematik, dass man weiß, okay, es kann mal sein, dass es mal absolut nicht hinhaut, aber dafür wird dieser Heap kommen, wo sich das Ganze wieder einpendelt und wo wir dann halt so eine Woche bekommen, weil ich meine, 12,85%, ihr hättet jetzt einfach, hättet ihr Anfang der Woche mit der Challenge angefangen, hättet ihr Ende der Woche die Challenge gehabt, ihr hättet die hier, wenn ihr ein bisschen Glück gehabt hättet, sagen wir mal so, hätte Glück dazu gehört, dass ihr die Challenge an dem Tag gestartet hättet, hättet ihr die Challenge innerhalb von einem scheiß Tag bestanden. So, und wenn ihr einen 100k-Konto gehabt hättet, oder ja, sagen wir mal so, rechnen wir mal anhand des Beispiels, hättet ihr einfach hier an dem Tag fast 15.000 Euro verdient. So, wer macht sowas schon so? Also gut, im Endeffekt dann am Ende der kompletten Woche fast 13.000 Euro, aber ich meine 13.000 Euro, ja, das verdienen andere in einem halben Jahr nicht. So, und dann kann man halt auch mal eine Woche hinnehmen, wo man dann halt mal ein bisschen Verlust macht, wo man die Woche zuvor auch über 6.000 Euro verdient hätte und die Woche zuvor auch über 4.000 Euro. Also
kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und wenn man dann denkt oder ausrechnet, dass man sich allein dann mit den 6.000 € oder den 6.000 € zuvor oder den 4.000 € über 4.000 € zuvor eine 200k Challenge kaufen hätte können und man dann insgesamt bei 200.000 € gewesen wäre, hätte man jetzt die Woche fast über 25.000 € gemacht. Also davon könnte ich, ja gut, wenn ich meine Reisen und dies und jenes weglasse und ein bisschen minimalistisch lebe, ein ganzes Jahr leben, würde ich sicherlich ein ganzes Jahr zurechtkommen, aber ja, das ist ja nicht das, warum wir angefangen haben mit Traden, dann da minimalistisch zu leben und halt ja mit einem Wochengewinn ein ganzes Jahr zu leben. Aber ja, das soll es ja aber auf jeden Fall erstmal mit dem Video gewesen sein, bevor ich jetzt noch weiter labere und das Video wieder sinnlos in die Länge ziehe. Ihr seht auf jeden Fall, was möglich ist, was passiert, wenn man an sein Setup, an sein System glaubt, wenn man backtestet, wenn man Erfahrung sammelt, um sich halt, ja, wie gesagt, vor allem am Anfang der Woche in solchen Phasen nicht aus der Ruhe, nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, sondern weiterhin einfach sein Setup, sein System zu verfolgen, weil man halt weiß, dass es funktioniert, weil man es gebacktestet hat, weil man es immer und immer wieder optimiert, Erfahrung sammelt und so weiter. Ihr seht, ich beweise es hier jede Woche aufs Neue, dass sich das auszahlt, dass es sich lohnt, diese Energie, diese Zeit da reinzustecken. Und genau, also folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne oder lasst uns hier gerne auf YouTube ein Abo da, wenn euch der Content gefällt. Da kommt auch gerne unsere Telegram-Gruppe rein, wo ich hier und da mal geile Nuggets poste, wie zum Beispiel den Trading-Plan von diesem System. Habe ich halt ein PDF reingehauen, wo Step by Step ganz genau beschrieben ist, was man wie, wenn, wo machen muss. Und zudem habe ich auch letzte Woche, weil viele gefragt haben, da in die Telegram-Gruppe diese Tabelle reingeschickt, dass ihr eure eigenen Systeme oder selber das System mal backtesten könnt. Also den Google Drive-Link, den müsst ihr euch dann sozusagen einfach hier oben auf Datei und dann herunterladen. Dann könnt ihr euch die Tabelle hier runterladen. Ich glaube, ihr könnt ihr euch auch irgendwie in eure Drive als Google-Tabelle, ja, in eure Drive selber speichern. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, wie das geht. Aber dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche im nächsten Video.